So sieht Ostfriesland aus. Platt wie eine Flunder. Und so klingt Ostfriesland. Und sie ist eine echte Ostfriesin, Thalea Grenzemann. Warum nehmen ostfriesische Polizisten immer eine Schere mit auf Verbrecherjagd? Na, wisst ihr es? Weil sie natürlich den Dieben den Weg abschneiden wollen. Ha, ha, ha. Alle Welt lacht sich über Ostfriesland kaputt. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie cool die Ostfriesen sind. Ihn kennen eigentlich alle, den Pilsumer Leuchtturm. Ich war übrigens auch schon mal da. Auch wenn Thalea erst 11 ist, kennt sie sich aus. Mit ostfriesischen Sitten und vor allem der Sprache. Wenn zum Beispiel Touristen sagen Moin Moin, dann fühlen die sich so richtig einheimisch. Und man sagt hier in Ostfriesland ausschließlich nur Moin. Also Moin. Thalea lebt mit ihren Eltern Silvia und Norbert und ihrem kleinen Bruder Milo in der Nähe von Aurich, auf dem Plattenland sozusagen. Moin, ich zeige euch heute mein Zimmer. Kommt einfach rein. Sie ist schon eine erfolgreiche Dressur- und Springreiterin. Das ist mein größter, mein schönster Pokal. Da habe ich den ersten Platz im Dressurreiten gemacht. Ja, da bin ich mächtig stolz drauf. Stolz ist sie auch auf ihr eigenes Pferd. Mein Pony heißt Red Nelly, aber ich nenne es halt immer Nelly. Meine Mutter, die hat früher auch schon immer geritten. Und da stand ich schon im Kinderwagen in der Reithalle. Einer erfolgreichen Reitkarriere steht nichts im Weg. Aber Nationalsport ist hier Burseln oder Klotschießen. Opa Reno bittet zu einer Trainingseinheit. Einweisung natürlich auf Platt. Argo Ruhrpasen, Feinklaut skaten. Und so wie der Floyd rudert, noch mal üben möchtest du, Silvia? Ja, nützt dir nichts. Ja, dann Floyd. Ruth! Ja, hierher! Burseln, das macht auf jeden Fall Spaß. Da gibt es auch richtig Wettkämpfe und so. Und eigentlich gibt es danach auch immer Grünkohl. Heute kein Grünkohl, wohl aber Tee- und Ostfriesentorte. Der 90-jährige Uropa ist zu Besuch und soll sich schließlich wohlfühlen. Moin, Opa. Wo geht die das? Urenkelin. Opa, soll ich dir mal einen Tee machen? Ja, gerne. Eine ostfriesische Teezeremonie hat strenge Regeln. Als erstes kommt der Kandis, der Klunche, rein. Dann wird der Tee da drauf gegossen. Dann knistert das ja so schön. Und dann kommt die Sahne drauf. Die wird immer gegen Uhrzeigersinn gegossen, weil man die Zeit irgendwie anhalten will beim Tee trinken. Und den Tee rührt man nicht um. Weil als erstes kommt ja die Sahni-Schicht, denn in der Mitte wird es dann etwas bitterer. Und die unterste Schicht, die besteht dann halt aus dem Süßen. Echt lecker. Zur hiesigen Gemütlichkeit gehört auch gemeinsames Musizieren. Uropa Hinrich auf der Harmonika und Thalea auf Ostfriesisch. Seit einem halben Jahr spielt Thalea Klavier und seit einiger Zeit auch Gitarre. Zu Hause wird gerätselt, woher diese musikalische Ader kommt. Da haben wir schon ganz oft überlegt, wo Thalea es herhaben könnte, dass sie so musikalisch ist. Der Norbert und ich, wir sind völlig unmusikalisch. Sehr unmusikalisch, ja. Aber Thaleas Tag ist erst perfekt, wenn sie mit ihrem Lehrer gemeinsam spielen und singen kann. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich versuche auch immer die Lieder, also die Songtexte, ins Plattetype zu übersetzen. Und zum Beispiel Keine Maschine von Tim Benz gehört sich so an. Ich bin doch kein Maschine, ich bin ein Mensch, ut Fleisch und Blut. Ich bin doch keine Maschine. Ostfriesland rockt. Und ich rocke jetzt das Duell. Chlor